Ich glaube, wenn wir ein Stück weit diesen Leistungsbegriff genauer anschauen, der total geprägt ist eigentlich von Erwerbsarbeit, das heißt die Menschen, die eine Erwerbsarbeit haben und die auch nachgehen und möglichst viel verdienen, sind sozusagen die Leistungsträger und alle anderen und vor allem die, die arbeitslos geworden sind, sind einerseits einmal selber schuld, also sozusagen es gibt schon sehr stark diese Orientierung der Arbeitsmarktpolitik auch am Versagen des Individuums, diese Leute werden dann sehr schnell auch zu Unterstützungsempfängerinnen degradiert, sie liegen in der sozialen Hängematte und sind faul, da gibt es alle möglichen Arten von Stigmatisierungen. Und es gibt halt ganz andere Perspektiven, die sehr radikal in Frage stellen, ob diese Erwerbsarbeitszentrierung eine ist, die wir wirklich wollen, die auch so unserem eigenen Ethos entspricht. Also ich denke mal, da gibt es ganz viele Fragen zu beantworten. Es gibt viele feministische Perspektiven, die sagen, in einem ausgewogenen Verhältnis ist sozusagen Erwerbsarbeit ein Teil der Arbeit, die wir leisten, aber es gibt auch den Teil der Care-Arbeit oder Sorgearbeit, wo wir erziehen, Kinder erziehen oder Kinder begleiten, wo wir pflegen. Es gibt einen Teil, wo wir Kulturarbeit leisten, wo wir sozusagen einfach auch an uns selbst arbeiten und sei es nur, dass wir sozusagen auch lesen und uns fortbilden oder auch an der grünen Wiese liegen und es gibt den Teil der politischen Arbeit und es gibt sozusagen, es muss hier eine Ausgewogenheit geben, also es sollte sozusagen ein Ganzes der Arbeit geben und Erwerbsarbeit ist ein Teil. In so einem Modell wäre ein Manager, der sich rühmt, 80 Stunden die Woche zu arbeiten, in mindestens 3 Bereichen ein Minderleister.